Ohne mich sind Augen wertlose Steine. Kopf ohne Laune, Fuß ohne Eile. Tod kann nicht schrecken, Zeit sich nicht strecken. Arm nicht mehr schuften, Rose nicht duften. Nichts kannst du bestaunen ohne mich. Aber es waren keine Rosen, mein Schatz, keine Rosen. Lilien, keine Lilien, keine Rosen. Was war's denn, mein Schatz? Still, da kommt jemand. Ein alter Mann mit Stock und Hut und einem Käfig auf dem Rücken. Wir hätten wohl einen Wagen für euch. Es gibt keine Hoffnung für ihn, fürchte ich. Das Geschöpf ist verloren. Wollen wir mal sehen, wie er auf Licht reagiert. Jemand folterte ihn, lange bevor der Dunadan ihn fand. Dunkelheit steigt auf aus den Wäldern. Mein Volk wird allmählich unruhig. Wir können diesem Übel kein Opfer bieten, Gandalf. Wir glauben, er war zuvor in Mordor. Das habe ich befürchtet. Ich frage mich, was er sich dort erhoffte. Lasst uns allein. Ich will hören, was er zu sagen hat. The Delic Entertainment. Nakon. Warum beginnen wir nicht mit deinem Namen? Gollum. Gollum. Deinem richtigen Namen, nicht den andere dir gegeben haben. Middle-Earth Enterprises. Nun gut. Versuchen wir es mit dem Namen eines anderen. Bilbo Beutlin. Ja, du erinnerst dich. Er fand dich. Vor mehr als 60 Jahren. Tief unter den Wurzeln des Nebelgebirges. Er nahm dir etwas weg. Dieb! Einen Ring. Mein Schatz. Nach den Büchern von J.R.R. Tolkien. Du hast ihn gesucht, nicht wahr? Du hast dein Versteck verlassen, bist die Hänge hinabgeschlichen, immer auf der Hut vor dem Mond. Du folgtest dem Hobbit den ganzen Weg nach Osten zum einsamen Berg. Aber dann bist du nach Süden abgekehrt. Warum? Etwas muss dich angelockt haben. Eine Stimme aus dem Land der Schatten. Lasst uns allein! Im Traum flüsterte sie deinen Namen. Nicht zuhören! Der Herr der Ringe, Gollum. Also noch einmal. Wie lautet dein Name? Smeargol. Sehr gut, Smeargol. Aber lass uns ganz von vorne beginnen. Mordor, Schattengebirge im Jahre 3012 des dritten Zeitalters. Thank you.
Got him! Kapitel 1. Der Geist. Und damit herzlich willkommen zu diesem Angespielt mit mir, dem Michael, auch bekannt als Doda oder Dodaka. Willkommen in der Welt von Doda. Also Dodas Welt, der wunderbaren Welt der Spiele von mir oder den Spielen, die ich so spiele. Reimt sich auch, schön. Ja, und ich habe dankenswerterweise von Dedelic einen Key bekommen, damit ich das jetzt hier für euch aufnehmen kann und damit ich das Spiel dann auch auf den Tolkien-Tagen zeigen kann. Da werden die dieses Jahr auch selbst vor Ort sein. Aber ihr könnt es auch bei mir, wie gewohnt, am Stand anspielen, wenn ihr denn dort vor Ort seid. Oder auch in den nächsten Jahren. Auch dann werdet ihr dazu die Möglichkeit hoffentlich haben. So, ich denke, ich werde nachträglich noch mal ein bisschen heller machen. Also, es ist zwar etwas heller, aber ich denke, dann ist es auch für YouTube ein bisschen angenehmer zu gucken. Ja. Wo fangen wir an? Wir fangen hier bei Gollum an. Und ich werde euch jetzt mit hineinnehmen in eine Stunde angespielt. Und danach werde ich auch noch weiter das Spiel natürlich Let's Playen. Im besten Fall sogar durch, mal gucken. Und ja, ich bin hier völlig erwartungsfrei an dieses Spiel rangegangen, weil da gibt es unterschiedliche Gründe. A, weiß ich nicht so wirklich, was ich mir unter dem Spiel für Gollum vorstellen soll. Ja, es ist eine Stealth-Action-Rätsel-Gameplay. Zum anderen ist es sehr, folgt es sehr der Story. Und zum dritten, es ist von einem kleinen Studio aus Hamburg, also klein im Sinne von, es ist jetzt kein EA, es ist keine AAA-Produktion, es ist eine AA-Produktion. Und wie üblich muss man sich immer erstmal auf den Stil des Ganzen einlassen. Ja? So wie Gollum aussieht, so wie Gandalf aussieht, so wie die Elben aussehen. Ja, auch da muss man sich erstmal drauf einlassen. Und es ist in der Unreal Engine 5. Und ich finde, für den Stil wirkt das doch schon ganz nice, oder nicht? Also, ich finde, man kann sich daran gewöhnen. Das ist jetzt nichts. Ja, man muss sich daran gewöhnen, aber das muss man, glaube ich, bei jedem Medium. Muss man bei jedem Medium, wenn da wieder was kommt und sagt, so, wir machen jetzt unsere Interpretation von Herr der Ringe. Und und jetzt erstmal rum, was wir überhaupt so machen können. Mit A können wir springen. Ah, okay. Hier können wir die Sicht ändern. Gut. Ich denke mal, das Spiel wird uns das noch erklären. Ist ja normalerweise immer so bei einem Spiel, dass da auch ein entsprechendes Tutorial dabei ist. Aber ich finde, das wirkt alles auf jeden Fall schon mal sehr stimmig. Neues Ziel. Es wird Tag. Geh zurück in deine Höhle. Die dynamischen Tag- und Nachtwechsel, das ist. Nichts. Muss wieder hungrig zurück. Verflucht sei dieses Land. Verflucht, verflucht. Morgen, mein Lieber. Morgen finden wir was Nettes. Da können wir auch wieder springen. Was passiert denn, wenn ich. Gut, da hätten wir jetzt nicht so fallen können. Okay. Rechter Trigger und A. Ah, mit rechten Trigger können wir sprinten. Und mit B können wir uns fallen lassen. Schon mal nicht geklappt.
Ja. Hinauf und wieder hinauf. Das ist also der Tutorial-Pfad? In Schattengebirge. Da hast du dich versteckt. Nicht fragen. Warum stellt es uns Fragen? Warum? Du weißt warum. So lange können wir dann klettern an solchen Wänden? Bring an die kletterbare Wand. Ah ja. Und wieder der weite Sprung, mein Schatz. Komm, wir haben es schon oft geschafft. Hey. Hey. Da. Ach so. Schattengebirge. Ja, so haben sie's genannt, die Orkse. Du hast also mit den Orks gesprochen? Niemals. Aber wir haben scharfe Ohren und wir lauschen. Hey. Ja. Hey. Fisch und Stein? Wenn wir 5 Stück haben und unten, das war so eine Lebensanzeige? Hey. Ja, auch mal weiter hoch. Unterhalb greifen. Ah, ah. Hey. Beast. Grausame Kreatur. Okay, okay, da brauchen wir auch Star. Eine Orkhöhle. Ork hat dort gelebt. Ja, hat sich versteckt vor dem großen Auge. War längst tot, als wir kamen. Der garstige Ork. Längst tot. Aha. Ja, auch für Gerippe hängen. Rechnung ansehen. Du musst doch einmal Freunde gehabt haben. Eine Familie. Sie haben uns verstoßen. Verflucht sollen sie sein. Verflucht. Es war unser Geburtstag. Ja, das war es. Dein Geburtstag? Mhm. Was krächzt da? Suche das Geräusch. Ah, gibt's noch eine Zeichnung? Vielleicht hilft sie uns ja. Die große Spinne. Vielleicht. Wir haben ihr Viecher zum Fressen gebracht, ja. Und knusprige Ochse. Aber die mag sie nicht besonders. Schauen uns erstmal. Orkschädel sprechen. Wir schauen uns erstmal um. Es ist ein Spiel, wo ich denke, dass man auch viel finden kann. Kein netter Freund, was, mein Schatz? Jetzt kriegst du
er uns nicht mehr aus. Hm? Nein, nein, jetzt nicht mehr. Er gehört uns, unser Schatz, mein Geburtstagsgeschenk. Es war an meinem Geburtstag. So wurde es mir erzählt. Die Orks konnten uns nicht sehen. Keiner konnte uns sehen. Nicht mal garstige Zauberer. Wie hast du ihn gefunden, deinen Schatz? Grausames Licht. Smeargol will schlafen. Er kann jetzt nicht schlafen. Aber ich werde das Licht für dich dämpfen. Okay. Hier ist noch ein Zeichen. Boxhorn, Vogelfuß, alles dasselbe, Süßer. Nur Namen in einem dummen Lied. Und nochmal ansehen kann man sich das nicht. So, dann gehen wir jetzt hier mal nach. Echter Button. Du hast die Höhle also nie verlassen. Niemals. Und niemand hat dich je gesehen. Nein. Niemand. Okay. Okay. Garstiger Vogel. Er sieht uns. Er spioniert uns nach. Fang ihn. Dreh ihm den Hals um. Ja, schon krieg. Doch, rechter Trigger. Ja. Sprinte seitwärts auf die Wand zu. Ja. Dreckiger Spion. Er wird uns an die Geister verraten. Es geht relativ gut von der Hand. Hier und da gibt es halt so ein paar Mikro-Spuckler, sage ich mal. Das kann auch daran liegen, dass das einfach noch nicht Ende optimiert ist, sag ich mal. Also, nur nochmal der Hinweis, ne? Trotz, dass ich den Key kriege, darf ich hier natürlich frei meine Meinung sagen. Und das Ganze frei testen. Jetzt kein gekaufter Test. Spion. Quetsch ihn. Ja, quetsch den Schwätzer. Und dann fressen wir ihn. Rückwärtssprung, okay. Er lebt noch. Natürlich lebt er noch, du Trottel. Haben sie dich in der Kiste gezüchtet? Die hohe Frau hat ihm nur einen süßen kleinen Kuss gegeben. Vorsichtig. Nicht so hastig. Orks dürfen uns nicht sehen. Da siehst du, direkt auf seinen Hals. Hat ihn geküsst, hä? Hat ihn wohl vergessen, sonst hätte sie ihn schon in ihre Speisekammer gebracht. Die Dame macht sich nicht allzu viel aus unserem süßen Fleisch. Ist das nicht Uftag? Es ist Uftag. Ganz im Sand und Seide. Huh. Was ist der Plan, Uftag? Schwänzt du die Nachtschicht? Sollen wir ihn losschneiden, Hauptmann Schagger? Lass ihn hängen, du Made. Ach ja. Die hohe Frau mag's nicht, wenn man sich einmischt. Was, wenn sie noch in der Nähe ist? Dann geh und schau mal nach. Wenn du was hörst, schreist du und hältst die Stellung.
Ich hasse Nachtwachen. Uftag hat Glück, er hat's warm. Kannst du den Platz mit ihm tauschen? Ja, ich glaube, wir können weiter. Ah, ich hatte ihn fast. Oh oh. Oh, das war ja fies, auf die habe ich ja gar nicht geachtet. Sie sind weg. Was war das? Der Vogel. Oh, schön. Besser. Und weiter bist du nie hineingelangt nach Mordor. Wir haben die Wolken nie verlassen. Warum fragt es uns? Hm. Der Spion. Zwei von ihnen. Zwei kleine Schwätzer. Oh. Was zu tun ist. Sie werden es ihm sagen. Dann weiß er alle. Du darfst sie nicht verlieren. Sie werden es ihm sagen. Dann weiß er alles. Aber es sind zwei. Folg ihnen. Aber leise. Bleib in den Schatten. Was ist mit dem Vogel? Vergiss den Vogel. Ich sag dir, es war der Kleine. Kankras Spinnenfreund. Hab ihn seit Jahren nicht gesehen. Ich dachte, die hohe Frau hätte ihn erledigt. Halt besser die Schnauze. Das gibt bloß Ärger. Und dann schicken sie ihre Bluthunde. Und das ist nie lustig. Ich kann da stehen. Wer ist da? Was glaubst du denn? Aufmachen! Das war Quatsch. Hier auf! Sie haben dich also nie gefangen? Warum hast du dann Folterspuren an den Händen? Bleib an ihnen dran, Schatz! Sie könnte uns helfen. Da ist was am Boden. Sogar die Kreischer sind raus und fliegen. Diese Schreie. Da kriegt man die Gänsehaut. Ja, die Spinne könnte helfen. Erst locken wir sie in ihre Netze. Und dann... Krieg, das ist, was brodelt.
Die Leute an hoher Stelle werden nervös. Uiuiuiui. Es ist so spannend, ich weiß gar nicht, was ich groß sagen soll. Sie entkommen uns. Ich hasse diesen Tunnel. Die andere Leuchte ist wieder aus. Oh, hey. Jemand sollte dieses Monster erschlagen. Hier nicht weit sein. Nimm den. Ja, kein Zweifel. Das ist ihr Stock. Ich hab's nicht. Willst Feuer machen, was? Schlauer Ork, der Zweite. Er führt uns hin. Wir brauchen einen Stein. Danke. Zieh auf die Laterne. Auf das Licht. Ist das? Nochmal. Doch auf das Licht gezielt. Sie haben sie richtig eklig gemacht. Also soll es ja sein, aber es war. Besprüht über oder sieht überall Feinde, wo nicht unbedingt welche sind. Bitte geh den Käfer und verschwinde. Wie weiter zu? Ja, jetzt muss man sich entscheiden. Ich nehme als Meagol. Jetzt überzeuge Gollum. Der Käfer will uns nichts Böses, oder? Könnte ein Spion sein. Möglich wär's. Käfer ist harmlos, weil unbekümmert, sieht nicht böse aus. Argumentieren. Sucht nur nach Pollen. Das. Käfer Entscheidung. Ist vielleicht nur Pollen fressen. Pollen. Ja. Er ist uns nicht gefolgt, oder? Er mag uns. Sieh mal. Sieh. Meagol hat den Streit gewonnen. Okay, cool.
Glück gehabt. Hoffen wir mal. Es tut uns weh. Du bist verletzt, halt auch schon nach Essen, um deine Gesundheit zu verbessern. Pilze. Mhm. Gut gemacht, mein Lieber. Ja, gut, hat der Käfer uns verraten, Schatz. Ach, ist mein Leben wieder voll. Sammeln kann man immer noch. Benutze Gollums Intuition und seine geschärften Sinne. Was ist denn hier? Wahrscheinlich dann hier lang. Würde ich jetzt mal so verstehen, ne? Aber man muss stillstehen. Okay. Das ist also Gollums Intuition. Einem dann hier den Weg weist. Hinten geht's weiter. Oh. Ganz schlecht. Gehen wir mal wieder. Wohin jetzt? Warte mal wieder. Einer. Kommen wir nur hier lang. Also die Intuition hilft uns hier nicht gerade weiter. Ich habe das Gefühl, sie verrät uns eher. Da kommt man nicht hoch. Wie vor den Nazguls. Ja, wohin? Bisschen vorher vorbei, Spiel zu Ende. Schade, war ein kurzes Ding. Die Geister. Oder der Geist habe ich als Tiefband. Sieh mich an. Sieh mich an! Sie brachten dich zu ihm, nicht wahr?
Zum dunklen Herrn. Was hast du ihm erzählt? Was hast du Sauron erzählt? Der Ring. Was hast du ihm erzählt? Gar nichts. Gar nichts. Wir schwören's. Wir schwören's. Sag's ihnen nicht, Schatz. Beutlin hat ihn. Beutlin aus dem Auenland. Er weiß es also. Katze verließe der erste Tag. Nicht verlieren! Kapitel 2. Die Marder. Schnauze, Grasneck. Nimm deine Sklavenmarke. Wofür ist das? Das ist deine Nummer, du Narr. Leg dich hin. Nette Menschen helfen uns, ja? Ich brauche einen Wagen. Über die Brücke. Durch das Tor. Er nicht. Wie? Mach was mehr, Girl. Es ist taub, nicht wahr? Mal gucken erstmal, was wir so rausfinden können, ne? Bitte, Smegol weiß gar nichts. Wir schwören's. Alter Mann muss es ihnen sagen. Sei still! Du bringst uns noch alle um. Eindeutig Kankra. Hast du noch was zu sagen? Nein, still. Ja, ganz still. Aber vielleicht gibt uns der nette Ork etwas Brot, ja? Leg dich hin und sei still. Ich sagte, Schnauze. Okay. Mal hier irgendwie wegküpfen. Geht nicht so auf. Dann gehen wir mal schlafen. Shabrak! Shabrak!
Aber jetzt sind wir, geht zum Appellplatz. Snaglob, Ubrisim, drei! 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 Oh. Snaga, Smigrischer Stuhl! Smergol weiß nicht, was er tun soll. Richter, weiter! Weiter, Abschaum! Oh, das hängt irgendwie ein bisschen Heft fest. Jetzt. Guck mal, dass er auch hier ankommt. Nicht, dass er wieder irgendwo hängen bleibt, der alte Mann. Das Auge sieht uns. Durch das Auge sieht uns. Sieht uns. Fischer! Melde dich beim Viehmeister. Das Auge kennt. Was meint er damit, mein Schatz? Was soll das heißen? Sie verfüttern uns an irgendein Tier. Hoffentlich. Halt schön den Kopf unten. Tu, was die Herren dir sagen. Lauft, lauft, bis euch die Füße bluten. Was ist das denn für einer? Kein Zwerg, auch kein Goblin. Dafür ist er zu hässlich. Seid still. Ja, mein König. Spucken auf uns. Hey, hey. Oh, ich hab grad gedacht, da sitzt ein Nazgul. Nindach, Sleugobischil, Golschuch. Bitte, wir verstehen nicht. Hier lang. Folge dem dünnen Mann. Hey, Gerschneck. Ich hab deinen Namen nicht verstanden. Smeagol? Du wirst hier unten sterben, Smeagol. Mein Rat? Mach das Beste aus deinem Tod. Du musst die Boroks zurück in die Pferche bringen. So schnell wie du kannst. Arbeitest du langsam, lassen sie dich hungern. Boroks? Die Tiere. Wenn sie auf dich losgehen, such Deckung. Rette dich nach oben, wenn du kannst. Sie haben nicht die besten Augen. Öffne den Pferch und lock sie da rein. Dann schließ schnell das Gatter. Pferch? Also gut, ich helfe dir. Kletter die Leiter hoch. Das Tor ist nicht für uns. Eins vorweg. Die Sklaven treiben das Vieh. Das Vieh jagt die Sklaven. Du bist der Köder. Wenn du nicht aufpasst, wirst du zertrampelt. Oje. Du lockst das Tier in den Pferch und dann schließt du schnell das Gatter. Diese Biester machen dann die Hebel kaputt. Deshalb gibt es da drüber noch einen. Und auf der anderen Seite wieder runter. Vorsichtig. Okay. Ihm und dann lauf! Jetzt lauf! Lauf in den Pferch! Oh.
Juhu. Witzig. Und das war's. Na gut. Ich glaube, die haben Hunger. Also gut, da hinten ist noch ein Pferd. Aber der Weg ist lang und die Boroks sind schnell. Das da sind Bullen. Glaub ja nicht, dass die Zäune sie aufhalten. Wenn sie dir zu nahe kommen, spring irgendwo rauf. Mhm. Na klar. Da. Über dem Tor ist ein weiterer Hebel. Warum tun sie uns das an? Smeargol hat es versprochen. Er wird den Schatz für ihn finden. Er schwört es. Muss ja noch einen Balanceakt machen. Damit du hier nicht runterfällst. Also ich will es zumindest nicht ausprobieren. Uiuiui. Snarkjob, Sakolok, Obrechip. Was schreit es, mein Schatz? Viehmeister wird es uns sagen. Gar nicht so schlecht. Fürs erste Mal. Aber auch nicht so gut. Aber keine Arbeit mehr da unten. Ich soll ein Auge auf dich haben. Ihr neuester Plan, mich zu demütigen, nehme ich an. Und jetzt die Minen. 3-3-3! Snaglob, weiter! Melde dich beim Ork in der Mine, okay? Dann fahren wir da jetzt mal hin. Was sagt es, mein Schatz? Stellt es uns Rätsel? Hör nicht auf sie. Es hat Gründe, weshalb sie im Käfig sitzt. Ist es eine Hexe, mein Schatz? Kennt es Flüche? Oder Rätsel vielleicht? Wasser. Kein Wasser, nein. Kein nettes Wasser. Können wir Wasser bringen? Oh, was ist das denn? Gut, da sind auch wieder... Ich versuche gerade schon irgendwie so ein paar Wege auszukunden, falls es irgendwie sowas gibt. Man weiß ja nie. Aber die scheinen hier alle kein Wasser zu haben und demnach können wir leider auch keins bringen. Achso, da geht's lang. Hey, Snagala. Kus noch ach kontra. Drashi. Kant. Bitte, Smeargol versteht nicht. Er versteht die Sprache nicht, was? Nein. Und was macht ein guter Sklave, hm? Ein guter Sklave, der die Sprache nicht versteht? Er lernt. Und zwar ganz schnell, kleiner Sklave. Wir wollen doch vor dem dritten Horn fertig sein, hm? Okay, folge dem dünnen Mann. Wer? Der dünne Mann. Ah ne, warte, war was anderes. Bitte, warte. Dünner Mann muss uns helfen. Was war das? Die Brücke.
kommen weiter. Sie wollen, dass du die Tunnel nach toten Arbeitern absuchst. Toten? 8 Leute fehlen seit gestern. Finde ihre Leichen, sammle ihre Nummern, so schnell wie du kannst. Schnell wie ich kann, okay. Nummern? Ja, ihre Nummern. Wie sie dir auch gegeben haben. 8. Na los! Jetzt bist du auf dich allein gestellt. 8 Tote, 8 Nummern. Es ist zu heiß. Oh, weiter unten ist es schlimmer. Ist das ein Kobold? Was macht er da? Wer will sich dem hirnlosen Mark da unten anschließen? Seht ihr das an? Er ist unglaublich. Und jetzt kommt er hierher. Er ist mir unheimlich. Wo ist denn hier der richtige Weg zum... Da unten. Der Tote bei euch? Aha. Der hier braucht keine Nummer mehr, was? Ja. Das ist einer. Bleiben noch 7. Keine schöne Arbeit. Nö. Das vielleicht nicht. Auch seine Marke. 2 Nummern. Wie sind sie gestorben, mein Schatz? Zu viel Arbeit, zu viel Hitze. Komm, schneller. Ja. Wenigstens liebe Brot. Aha. Ich glaube, der lebt noch. Hey, hier geht's nicht lang. Und jetzt? Ich muss hier irgendwo wieder hoch. Warte mal. Oh, hier. Über die Leiter. Auf, auf. Immer schön die Leiter rauf. Den hatten wir schon. Stehen denn diese Wasserblasen eigentlich? Ah, entstehen die, okay. Und mit denen da wieder hoch? Hier kann man nicht klettern. Hier kann man klettern. Also, oder theoretisch irgendwie. Frage, wie kommen wir wieder hoch? So, hätte ich in dem Aufzug irgendeinen Hebel drücken müssen? Das kann natürlich auch sein. Okay, also runter. Untergleiten, das geht. Schau nochmal hier. Aber hier war nichts weiter. Okay. Dann schauen wir mal hier. Ach, hier war ein Hebel. Ja. Hab mich schon gewundert. Bing. Oder so ähnlich. Ich hätte abspringen müssen. Gut zu wissen. Dann machen wir die wilde Fahrt einfach nochmal. Okay. Von selber.
Da. Du? Ich glaube nicht, dass er weiß, was hier los ist. Er weiß es. Glaub mir, der alte Widerling hat schon viel gesehen in der Vergangenheit. Wo er lebt. Er kämpfte im Westen, als wir die große Brücke einnahmen. Er hat noch keinen Kampf verloren. Nur seinen Verstand. Unterschätz ihn nicht. Okay. Also da wird es lange, hier geht's lang. Los, zeigt mir eure Toten. Zeigt her eure Toten, zeigt her eure Toten. La 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 la. Nee, gut. Wir haben keine Toten. Wollen wir mal hier gucken. Ist auch keiner tot. Was ist denn das? Immer noch alle. Hey. Hey, an die Arbeit! Okay, da darf ich nicht lang. Ja, zum Glück ein bisschen sprinten. Okay, dann waren wir hier doch schon richtig. Muss es hier weitergehen. Ist dann doch stringenter als gedacht. Also da könnte man runter. Ich glaube, da sollen wir auch runter. Konnten wir uns nicht fallen lassen? Hier ist noch einer. Ein bisschen weiß geworden. Das sieht heiß aus. Ganz schön heiß. Warte mal. Okay. Komm schon da hoch? Hab ich den übersehen? Nichts drin. Okay. Mal die Golem. Ja, ja, witzig. Da weiß ich, dass ich da hoch muss, aber wie komme ich da hin? Wie komme ich denn von hier unten da wieder hoch? Ah. Okay. Unten. Nee, wieso? Wo springst du denn hin? Nochmal. Ah. Ah. Grausame Orks. Keiner hilft uns, unseren Schatz zu finden. Nicht an allen Positionen. Und jetzt den Rückwärtssprung machen müssen. Können wir laden? Warte vom letzten Chip an. Ich will mal gucken, wo der gewesen wäre. Hier unten bei ihm. Okay. Haben wir zumindest mehr Leben. Das ist auch okay. Das werden wir jetzt ja wohl noch schaffen. Grausame Orks. Keiner hier hilft uns, unseren Schatz zu finden.
Er wärmt sich hier einfach nur. Warum nehmen wir mit? Da und jetzt. Ja, und jetzt? Genau. Frage. Frage entweder hier lang. Noch eine. Noch eine. Richtung wahrscheinlich auch. Wie kommen wir da hin? Uns jetzt auszusparen. Fallen lassen, dann komme ich ja wieder ganz unten raus. Oder? Ist das so das Ziel? Also da, ich würde gern zu dem da unten ein. Was für eine Missgeburt ist das denn? Garstige kleine Kreischer. Wie damals bei den Ochsen tief unter dem Nebelgebirge. Oh. Lass ich mich hier einfach fallen, oder wie? Ist doch viel zu hoch. Dachte ich mir, das ist doch viel zu hoch. So, wo kommen wir jetzt raus? Hier wieder. Okay, also er würde uns diesen Weg führen. Dann würde ich sagen, machen wir doch da das nächste Mal weiter. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen von diesem Angespielt. Was sagt ihr denn? Wie findet ihr das denn bisher, das Spiel? Ist das das, was ihr erwartet habt? Oder hattet ihr gar keine Erwartungen, so wie ich? Ich finde es ehrlich gesagt bisher ganz cool. Also werde ich auf jeden Fall weiterspielen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Groß, grob die Züge oder die Story von Gollum kennt man ja. Aber ich bin gespannt, wie sie das hier im Spiel noch weiter umsetzen. Bisher, jetzt so nach einer Stunde, würde ich auf jeden Fall sagen, gefällt mir, spiele ich weiter und mal schauen, was noch so kommt. Und wenn ihr mir da folgen wollt, mich begleiten wollt auf dieser Reise oder noch weitere Herr der Ringe-Videos sehen wollt, dann folgt doch gern oder abonniert gern den Kanal. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr es fandet und was ihr denkt, was noch so kommt. Und ansonsten, ja, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Die nächsten Folgen werden dann auch kürzer, sodass vielleicht dann das ein oder andere, die ein oder andere Folge mehr kommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Und ja, wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Spielen. Macht's gut, bis dann. Ciao.